Hola, mi amigos y viajeros. Soy Ben y Benjamín y mi amigo Simon. Ah, perdón. Y yo al principio, por 6 meses antes en mi viaje en México, y fui en Centroamérica y ahora en Sudamérica, y todo eso fue muy bonito. Pero los últimos 2 días antes, yo compré un canoa para conducir de río Napo, porque todas otras situaciones fue muy caro para nosotros. Y ahora, sí, es una muy tranquila situación aquí. Nosotros somos solo y, ok, nosotros, canoa hay muchos agujeros y mi amigo Simón limpio de canoa siempre veces con su capa y, sí, entonces, feliz Navidad y adiós. Hello, my friend. So I'm Ben, and my friend, so Simon. So I start my travel for 6 months ago in Mexico. I was in Central America and South America. I started in South America for a few months, and now we have to buy. No, we buy a boat, a canoe. And hola, buenos días. ¿Hay pescado? Señor, un poquito, por favor. ¿Tiene pescado? ¿Pescado? ¿Solo esto? ¿Acá? Ah, no. Adiós. For travel on the Rio Napo in Peru, it's really, really expensive. So more than $100, $200, and we buy a canoe. And for arrived Iquitos, and now we have a lot of holes in our canoe, and Simon is every time shipping the water outside from the canoe, and yeah, so I wish all friends of us a happy nice Christmas and a good New Year. So das alles nochmal in Deutsch. Hallo Freunde und ja, alle die mich kennen. Ich bin ungefähr vor 6 bis 7 Monate meine Reise gestartet in Mexiko. Bin durch Zentralamerika gereist und habe vor 2 Monaten Südamerika erreicht. War noch vor 2 Tagen in Ecuador und habe die Grenze überschritten. Musste dort ein Kanu kaufen, da die Kosten für die Reise auf den Rio Napo in Peru zu teuer ist. Es kostet mehr als $200. Aus dem Grund habe ich schon meinen Freund, ich bin Benny, das ist mein Kollege, mein Freund Simon, oder? Er ist aus England. Und wir mussten uns ein Kanu kaufen. Und jetzt sind wir schon 2 Tage unterwegs und unser Kanu hat immer mehr Löcher, bekommt immer mehr Löcher und Simon ist ständig dabei, das Wasser aus dem Boot zu kippen. Und ja, trotzdem, wir haben eine gute Reise auf den Rio Napo und erhoffen, dass wir in den nächsten 2 Tagen Iquitos erreichen. Und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachten und ein schönes neues Jahr. So, ich glaube mal, das ist alles ganz gut. So, jetzt habe ich ein paar Sprachen durchgequatscht. Und das letzte ist mein eigenes. Ups, verdammt, husch! Husch! Das ist total verrückt hier. Hier hat es die Bienen von der Größe von fast einem Tischtennis bei. Ich glaube, mindestens einmal am Tag wird bei einer Kelle so eine blöde Biene weg. So, also, ich hab vor 6 Monaten meine Reise begonnen in Mexiko. Und jetzt bin ich irgendwie unterwegs. War in Zentralamerika und jetzt in Südamerika und jetzt habe ich mal so ein Boot, so ein Kanu gekauft, weil alles andere ist einfach so teuer und ja, jetzt richtet das Loch, der richtige Kanu immer mehr Löcher und hier mein Kollege, der Simon, der schiebt die ganze Zeit immer Wasser wieder raus, aber irgendwie funktioniert es. So, und jetzt haben wir noch unser letztes Essen verloren. Jetzt mussten wir eben so Wurzeln kaufen, also so Yucca.
und hoffen mal, dass wir das irgendwie hinkriegen, was zum Essen zu machen. Aber sonst die Reise hier auf dem Rio Napo, so heißt der Fluss, ist ganz gut. Und sonst wünsche ich euch meine Familie, meinen Vater, meine Mutter, meine zwei Schwellen, meine Cousinen, meine Cousins, meine Onkels, meine Omas, meine Opas, meine Tanten, alle Jute. Und wünsche euch ein gutes, schönes neues Jahr. Ich grüße euch, der Benni. Ich wünsche euch, ciao, auf Wiedersehen, bis nächstes Jahr. Tschüss.